Einen traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge XCOM 1 Back to the Roots. Wir befinden uns wieder live im Stream und heute bin ich aber nicht alleine. Heute sind zwei sehr, sehr gute Freunde dabei. Und zwar zum einen der gute Flecken. Moinsen. Und der gute Tizzy. Hallihallo. Der Commander ist zurück. Der hier jetzt dann ins Schlachtfeld muss. Und ich habe die Musik noch an. Nein! Ich habe die Musik noch an. Ich muss die Musik ausmachen. Oh no. Oh no. Warum vergesse ich die Musik? Das war dumm. Egal. So, jetzt ist die Musik aus. Hallo? Spiel? Spiel? Was zur Hölle? Ah. Stimmt, das ging ja noch nicht mit WASD. So, okay. Profi am Werk. Gut, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Wir gucken einfach mal bei den Soldaten rein, ne? Ich will immer wie bei XCOM 1, bei XCOM 2. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Kaserne, gucken wir mal. Soldaten anzeigen. Wir haben ja im letzten Stream schon ein bisschen was gemacht. Wir haben den guten Yoshik als Stürmer. Er sieht natürlich bezaubernd blau aus. Yoshik hat ein paar Schlümpfe gefunden, hat die in den Mixer geschmissen und damit seine Rüstung lackiert. Dann haben wir den guten Vidovnir, Tizzy, die gute Elfi, yep. Den guten Rooney, dann Two Slayer, die Frau kenne ich nicht, die Olga Ivanova, die Olga Ivanova kenne ich auch nicht. So, Jill, okay, das sind alles noch Rekruten. Ich hab am Anfang aus Versehen unheimlich viele Rekruten geholt. Pretty Beast ist leider noch verwundet. 26 Tage noch. What the fuck? Und der gute Xeyren. So, wir haben Flecken noch gar nicht, ne? Im Team. Nee. Ich hab den noch nicht. Da Flecken, war ich. Flecken möchtest Frechheit. Du? Möchtest du? Ja, gerne. Ja, na klar, möchte ja, ich gerne. Ja, geil. Ja, okay. So, Flecken brauchen wir natürlich einen Knaben. Einen Franzosen, hä? Flecken. Ja. Individualisieren. Schau mal, wir brauchen Flecken hier. Ohne Flecken macht es keinen Spaß. So, Flecken. Machen wir 66, ne? Ja. Flecken 66. So, gut. Möchtest du deutsche Stimme? Gerne, gerne. Möchtest du Deutsch? Verstanden. Bestätige. Bestätige. Jawohl, Commander. Bestätige. Verstanden, Commander. Bestätigung. Machen wir die 4. Ich mag die 4. Ja, die hört sich gut an. Die Ethnie. Die 1 haben wir schon so oft. Wollen wir Flecken? Hm? Hast Lust? Ethnie 2? Ja, klar, auch nicht. Also, mal ein bisschen Abwechslung. Genau. Hier, das ist Flecken. Das genauso sieht Flecken aus. Ja. Ja. Genauso sieht Flecken aus, ich weiß es doch. So, hättest du lieber eine schicke Friese oder hättest du lieber einen Helm oder sowas? Ach, nö, eine schicke Friese ist doch gut. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Eine Frisur, sagst du? Moment, ich muss mal ein bisschen größer machen, damit ich was sehe. Könnten wir denn dann nehmen? Also ein Hut ist halt auch geil. Ja gut, aber den Hut haben wir schon. Achso, okay. Dann du könntest... Geh mal ein bisschen... Das ist halt... Das ist halt der Hut auf nee. Die 13. Geh mal auf die 13. Die 13, ja. Nee. Oder was? Doch die 12? Die 12 hatte ich auf jeden Fall mehr als im allerersten Mal. Daran erinnere ich mich noch. Nee, mach die 14 ist gut. Die 14? Ja. Okay. Dann. Das haben wir, glaube ich, nur bei Elfi bis jetzt. Also eine weibliche Person hat die Frisur, aber das geht ja. Das kann man ja machen. Die Haarfarbe. Irgendwas Flippiges, oder? Ja, genau. Hier. Ja, machen wir so. Warum nicht? Kann man ja mal durchziehen. Kann man ja mal machen. Was denn? Ja, es ist super. Was denn? Und ein rosa Schnauzbart. Nee, da fand ich den zweiten Bart sogar mit besser.
den zweiten. Also. Die Nummer zwei, oder? Ja, Nummer 2. Die Nummer 2? Ah, einfach nur Koteletten hier, oder? Oder was da in die 1? Zählt man die 1 nochmal her? Rosa, endlich! Flecken macht das. Pretty. Flecken macht das. Oh, ein 3-Tages-Bart hier, komm. Ja, nee, aber in Rosa sieht er nicht gut aus, finde ich. Oder hier einfach nur so ein Kinnbart. Ja. Also entweder den oder die 1. Den oder die 1? Ja. Nee, toll, die 1 passt. Die 1 ist, ohne Bart. Nee, warte mal, ich geh einfach mal durch. Ah, die 24, sorry, die 24 war's. Ja, dann machen wir genau, die 24. Die ist super, die 24 ist super. Rüstungsdekor, da kannst du jetzt sagen, was du willst. 1, 2 oder 3. Wenn sie richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Die 2, okay. Und Rüstungsfarbe ist natürlich ganz klar Fleckens Lieblingsfarbe. Warte. Hier. Nee, das einerseits passt das. Beißt sich. Einerseits beißt das soll das sich extrem. Beißen. Nee. Schau mal, welche. Das beißt sich nicht. Na doch, das beißt sich auch so ziemlich in den Augen. Die. Weißt du was? Wir haben zwar die Farbe schon, aber ich mag die Farbe unheimlich gern. Ja, ich finde die 32 aber passt da besser. Die 32? Ja, ist da ein bisschen. Ja. Okay. Dezent. Gut, machen wir es so. Machen wir so. Flecken. Herzlich willkommen im Team. Schön, finde ich gut. Okay, ich habe. Oh, wir haben uns deine Werte gar nicht mal. Wir müssen uns überhaupt mal alle Werte angucken, ne? Fangen wir mal bei Yoshi an. 36er Wille. Tizzy, ich weiß nicht mehr, was gut war und was schlecht war. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Also bei 36 geht mehr. Mhm. Also ich sag mal so, an die 50 ran. Ist schon mal ganz gut. Mit der Zielsicherheit aber ist aber ziemlich geil. Zielsicherheit da 84 war schon nice. Ja. Ja. Definitiv. Da siehst du, geht an die 50 ran. Gut ausgeglichen, ja. Wir haben auch einen mit 54 gehabt. Tizzy, bei dir ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf, ne? Also. Als Scharfschütze mit 61 ist ziemlich mies, ja. Ja. Elfi 84, Alter. Ist auch schon, ist schon richtig nett. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, was unser guter Flecken an Werten hat. Na gut, eine Zielsicherheit von 60 ist schon mal ein guter Basiswert. Für Rekrut auf jeden Fall. Für Rekrut ist das super. Und vor Wille 45. Ja, auch gut. Tizzy, seid definitiv etwas willenlos. hey. So, okay. Dann, Tizzy, jetzt wo du da bist, ne? Du bist ja XCOM 1 affin. So würde ich es mal ausdrücken, ne? Könnte man so unterstreichen. Wie waren das hier? Wenn diese Balken hier voll waren, ne? Dann war das verloren, ja, ne? Ja, genau. Also solltest du auf jeden Fall vorher drücken. Die Sache ist aber die. Ja, genau. Ja. Die Sache ist aber die, sobald du in dem Kontinent einen Auftrag erfüllst, geht's auch runter, hältst du das Ganze auf. Mhm. Genau. Also du solltest den nächsten Auftrag, den du bekommst, auf jeden Fall in Europa machen. Ja. Damit du eben nicht die Möglichkeit auf den Bonus verlierst. Jetzt hast du Ägypten, Nigeria bis jetzt gemacht. Das heißt, Südafrika wäre natürlich auch praktisch, wenn du da den nächsten Kontakt herstellen könntest. Damit Kommandant, du den Bonus bekommst über neue Entführung. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Na schau. So, San Francisco, USA, 200 Paragraphen. Kalkutta in Indien. Da bekommen wir einen Rekrut. Kalkutta ist nicht schlecht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, aber du würdest die Panik unterdrücken. Aber es ist eine schwere Mission, ne? Ja. Na gut, schwer oder halt San Francisco. Aber San Francisco, wie gesagt, ist halt verschwendete Liebesmühe, weil die Panik eh auf 1 ist. San Francisco würde ich nicht nehmen. Entweder Indien also, oder Südafrika. Ich weiß nicht, was sagt denn ihr? Was sagt denn der Chat? Und die Schwere ist noch krank. Oh, geil. Das erinnert mich immer an, darf es noch ein bisschen mehr sein? Die grobe Fette hat Urlaub. Ich weiß nicht. Gehen wir Südafrika oder gehen wir nach Indien? Also, 4 Wissenschaftler ist schon knackig. Ja, es sind immer 4 Wissenschaftler. Ja. Ja, ich glaube, gerade für den Anfang ist es halt ziemlich praktisch. Ah, ich? Für 2015.
Widovni schreibt Südafrika. Nicht so. Aber Kalkutta wären halt. Ja, ich sag auch Südafrika, oder? Ja, und du hast ja zwei Commander noch mit dabei, die dich tatkräftig unterstützen können in Kalkutta. Also das sollte kein Problem sein. Aber. Bei Indien, aber du kannst auch in Südafrika, ist auch gut. Mir geht's halt, ich brauche halt diesen Rekruten nicht. Die Belohnung ist halt für mich total Banane. Aber ich habe halt hier drei Punkte, ne? Aber genau. Drei Punkte sind ja immer noch, ich habe ja immer noch zwei übrig. Hier sind es auch schon zwei und ja, ja. Mach Südafrika. Wir machen Südafrika. Ja. So, wir können auch bis jetzt immer noch nur vier Leute mitnehmen, leider. Wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, da es eine schwere Mission ist, nehmen wir auf jeden Fall Tizzy mit. Der nix treffende Tizzy. Warte mal. Elfi. Elfi große? Elfi muss. Was? Ja, ich glaube schon. Also wir nehmen Tizzy mit. Wir nehmen auf jeden Fall Flecken mit. Ist zwar eine schwere Mission, aber YOLO Manolo. Flecken, wo bist du? Flecken, wo bist du hin? Lost. Da ist er. Und wen nehmen wir denn noch mit? Wir nehmen Widovni hier noch mit, komm. Oder Yoshi? Yoshi oder Widovni? Wir nehmen Widovni hier mit. Wir nehmen Widovni hier mit, komm. So, Elfi sollte vielleicht das Medikit mitnehmen. Bewaffnung. Medikrit. Und dann, los geht's. Jetzt wissen wir, von wem er das angeguckt hat. Was? Bereit machen zum Einsatz, Strike One. So, ich hoffe, das Game ist nicht zu laut bei euch. Ich hoffe, es geht von der Lautstärke her. Ach so, Widovni schießt oft daneben. Ja, ja, okay. Ich hoffe, wird besser. Tizzy, kannst du ganz kurz mal gucken, ob die Lautstärke vom Stream passt, vom Game her? Kann ich gerne tun. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Das ist in Ordnung. Okay. Ja, also Vergleich Stimme. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. Kann man lassen, okay. Ich sag mal, die Action-Musik ist ja natürlich immer noch ein bisschen lauter. Ich glaube, in-game ist es dann ganz gut. Wobei der Central, was er da so labert, ist dann schon ein Tick lauter, als wenn wir reden. Das heißt, der überlabert uns, wenn wir zu dem Zeitpunkt auch gerade was sagen. Ja. Der hat ja auch wichtige Infos. Du darfst Central ja nicht einfach ins Wort fallen. Das darfst du nicht machen. Was? Du warst nicht Central, da? Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Tizzy, Nostalgie? Ja. So, ich schicke Elfi mal hier in Volldeckung, hinters Klohäuschen. So, Widovni hätte ich eigentlich... Hilfe? Hätte ich eigentlich auch ganz gerne in Volldeckung und das geht hier auch nochmal. Aber ich würde ganz gern hier mal reingucken, was da drin los ist. Hier drüben ist was. Ah, toll. Verdammt! Stimmt, damals war das ja noch gar nicht mit verdeckt sein und so weiter. Nein, die wissen, dass wir da sind. Tizzy? Ja? Ich würde dich doch bitten, dass du hier mal in Volldeckung gehst. Das wäre reizend von dir. Gerne. Und Tizzy kann natürlich jetzt nichts mehr machen. Das war im ersten XCOM noch so. Deswegen erstmal in Deckung. Dann würde ich Widovni hier bitten, dass er mal die Tür aufmacht und am besten gleich mal reingeht. In Bewegung. Ein beunruhigender Anblick, gelinde gesagt. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört. Das war eine sehr gute Idee von mir. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. So, Flecken, du musst retten. Oh, 20 nur. Alter.
Verstärkung. Kann man machen. Oh oh, ich hab echt Bedenken. Ich hab echt Bedenken gerade. Oh shit. Deckung ist weg. Doch hier. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Ja, kein Problem. Ja, 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 ja. Elfi wurde aber getroffen. Wir könnten mit Elfi halt die Rauchgranate erstmal nutzen, ne? Aber ich würde sie erstmal hier hinschicken. Einfach damit sie von den anderen schon mal nicht mehr anvisiert werden kann. 34 ist zwar viel zu lame, aber ich würde die Leute hier gerne ein bisschen in Deckung schicken. So. Tizzy, was siehst du? Was sehe ich? Bei den Lurch da hinten siehst du. Ja. Präzisionsschuss mit 41. Dann lurch ihn doch mal. Ja, aber 41%? Na ja. Meinst du, kriegst du das hin? Brauch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, genau. Komm. Nice, Tizzy. Not bad, not bad. Nice, Tizzy, nice. Na, schau. Geht doch. So, die zwei anderen Heinis da, ganz ehrlich, bevor ich da lange rumtu, wie Dorfnir hat ja eine Granate, ne? Und die stehen auch gerade so schön nebeneinander. Die machen aber nur drei Schaden, die Granaten. Ist egal, aber dann ist, sehr offen. Dann ist die Deckung weg. Ja, aber du stehst ja sehr offen. Oh, stimmt. Die Deckung ist weg. Fuck. Aber ich kann mich hier hinstellen. Oder zurückziehen. Weil dann würde ich den Nebel halt nicht mehr nutzen, ne? Aber hier nutze ich ihn, glaube ich, noch. Mach ich. Ich glaube, dass das mit den Granaten gar keine schlechte Idee ist. Granaten sind nie eine schlechte Idee. Die Wahlen sind widersprechen, ne? Naja, solange die nicht durch Granaten getötet werden, ist ja alles gut. So, 60%. Der gute Flecken, der macht das. Oder wir schmeißen mit Flecken auch mal eine Granate. Das würde sogar gehen, dann wären sie weg. Granate und wegsprengen, oder? Na, rauf da. Ich würde sagen, früher war ich auch schon Sprengmeister. Stimmt. Also. Weißt du was? Wir gehen hier erstmal auf Nummer sicher. Damit hat sich das erledigt. Oh, die Deckung. Aber die Deckung wurde weggesprengt von Bidovnir. Ja, das kann ich. Ja, jetzt geht er auch direkt. Aber er ist zu doof. Alles gut. So. 29, das ist natürlich erbärmlich. Dorfmir kann aber hier in Deckung gehen, in Volldeckung. 29, ich würde sagen, wir gehen hier mal auf Feldposten. Der Jute Flecken, der Jute Flecken, der Jutster. Einfach mal hier nach vorne. Tizzy sieht natürlich leider nix. Blindfisch. Ich schick dich jetzt mal nach vorne, Tizzy. Mach das. Und die gute Elfi. Steht sie eigentlich noch in Deckung? Nee, ne? Elfi steht nicht mehr in Deckung. Ja, dann geht Elfi mal zu Tizzy rüber. Und dann rüber. Rüber. Ich hab auch mal einen Feldposten. Rumsbums und Knicknack. Die schönsten Sachen. Jawohl. Oh, nice. Wie dürfen wir? Das war sehr schön. Das hast du, also. Gibt einen Keks. Das war schön. Das war wunderschön. Das war wunderschön. So, Tizzy gleich wieder auf Feldposten. Dann würde ich fast sagen, wir dürfen hier ebenfalls auf Feldposten. Und Flecken darf mal hier hoch. Nein, ich komme da nicht hoch. Ich wollte doch das Meld holen. Geht nicht. Schade. Weggemeldet. Weggemeldet, genau. Okay. Weißt du was? Dann einfach nur
Ja, schwierig, ne? Ich hab halt hier nirgendwo. Auf dem Weg. Wow. So, die gute Elfie darf dann mal nach vorne. Im Eilmarsch. Hier aus Taiwan. Ah, wir sehen wieder Meld. Okay. So, Elfi darf mal Feldposten. Tizzy darf auch mal Feldposten. Widovni darf dann natürlich. Man könnte natürlich Sturm und Schuss mal nehmen, ne? Aber ich habe hier halt nur Halbdeckung. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ätzend. Hier hinten hätte ich noch Volldeckung. Aber da komme ich dann halt nicht weiter. Da ist halt eine Sackgasse, da stehe ich halt dann in der Ecke hin. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Puh, schwierig. Ich muss eigentlich in der Halbdeckung gehen, ne? Ja, also mir bleibt eigentlich halt Halbdeckung. Mir bleibt eigentlich überhaupt keine andere Wahl, wenn ich ehrlich bin. Besser als offen zu stehen. Ja, klar. Ich könnte aber hier, aber dann laufe ich halt schon gewaltig weit nach vorne. Ich muss. Begebe mich auf Position. Lecken, du musst in Halbdeckung gehen. Alles gut, du hast meinen Segen für die Halbdeckung. Okay. Gut, ich nehme jetzt aber keinen Sturm und Schuss, ich laufe einfach mal so in Halbdeckung mit Widovni hier. Was ist denn das für ein Satzbilder? Ich hätte mich gerne in die Ecke gestellt, was? Die stumme Ecke. Mhm. Die stumme Ecke? Okay, Elfi würde ich nochmal auf Feldposten setzen. Tizzy muss jetzt weiter nach vorne. Das Problem ist, dass hier auch wieder nur Halbdeckung ist. Packen wir es an! So, Flecken. Die dürfen hier, setze ich mal auf Feldposten. Und Flecken darf mal nach vorne. Bin dran. Kontakt. Und sieht was. Wusste ich's doch. Oh, den anderen sehen wir ganz gut eigentlich. Flecken, ich vertraue dir. Viel Schaden, das könnte was werden. Ah, immerhin. Immerhin, immerhin. Feldposten. Nochmal 3 Schaden. Aua. Daneben. Wege unter Beschuss. So, was macht der Kandidat? Der zieht sich weiter zurück und geht auf Feldposten. Okay. Da hinten wird doch irgendwo dann das Melz sein. Tizzy, 21% ist ein bisschen wenig, ne? Was, der Präzisionsschuss, Präzisionsschuss macht er dir nicht mehr Treffersicherheit? Ich glaube nicht. Oder war er einfach nur für weiter? Ne, war nur für weiter. Ich habe nichts gesagt. Macht größeren Schaden. Ja. Verbessert ja, stimmt, die Chance auf kritischen Treffen und macht mehr Schaden. Ja, genau. Boah, das ist halt wieder so eine Position, ne? Das Problem ist, dass der da hinten halt jetzt auf Feldposten ist. Ja. Aber weißt du, was wir machen können? Ganz ehrlich. Wir ziehen uns einfach zurück. Aber er wird sehen, wenn er sich bewegt. Oh, nein, da war auch Volldecken. Okay. Bei den Fass. Also ja, aber er wird sehen, dass er sich bewegt. Also Flecken, du, wenn du dich bewegst, wird er das hier sehen. Ja, wenn du nach hinten weglaufst, bin ich mir nicht sicher, ob es dann vom Winkel noch passt. Bestätigen. Ja, wenn es denn. Hast du recht. Ja. 25%. Probieren wir es, oder? Lass sie rankommen. Okay. Ja. Unterwegs. Schade. Oh,
trifft hier sie auch daneben. Ach, stimmt ja, die konnten ja hochfliegen. Ja. Und woanders wieder landen, toll. Aber jetzt darf er nicht mehr schießen, ne? Genau. So, Tizzy, du müsstest ihn jetzt aber eigentlich ganz gut sehen. 41%. Ich glaube, wir machen das mal mit Widow. Ne, dann kann Tizzy zur Not noch wegrennen. Ah! Mist. Das ging daneben. Oder du nimmst mit Tizzy die sichere Variante mit der Granate. Ja. Granate. Okay, wenn du Granate sagst, dann machen wir Granate. Werfe Granate! Ich sag immer Granate. Aber Tizzy. Schön gemacht, Tizzy. So, okay, weißt du was? Flecken, du machst das. Genau das haben wir gesucht. Einmal Feldposten. Einmal Feldposten. Nichts passiert. Wir könnten eigentlich mal mit Elfi heilen. Bevor. Ich find's mal so cool, wie die in die Luft sprühen. Okay. Flecken auf Feldposten. Und dann würde ich sagen, Tizzy ebenfalls auf Feldposten. Dann ziehen wir Widovnir mit Sturm und Schuss mal rein. Einer mit tödlicher Geschwindigkeit. Und zwar bis hierhin. Sehen, sehen sie nichts. Doch, der sitzt da hinten. Habt ihr was gehört? Oder das war wieder ein anderer. Kann auch gut sein. Bin unterwegs. Oh oh. Daneben. Fliege unter Beschuss. Was? Nix. Schön, wie er in der Wand hängt. Ist irgendwie festgenagelt. Oh, jetzt zappelt er nicht mehr und brennt tut er auch nicht mehr. Unrealistisches Spiel. Ich zische. So, Tizzy darf nach vorne kommen. Yibi. Also Alchi, falsche Richtung? Was? Im Laufschritt! So, Elfi schicken wir auch mal nach vorne. Immer nach vorne. Es gibt keinen Weg zurück. So, wir dürfen hier doch mal kurz absichern. Nur mal für den Moment. Nachladen müssen wir auch mal. Hier brauchen wir noch nicht laden, das heißt Elfi sichert ab. Widovnir müsste nachladen, Tizzy müsste auch mal nachladen. Das heißt, wir machen eine Nachladerunde. Lade nach! Lade nach! Stimmt, habt ihr was gehört? So, da wo Elfi jetzt steht, da würde ich gerne Tizzy hinschicken. Geht das? Ja, das geht. Okay. Jetzt müsste aber erst Elfi weg. Elfi darf mal da rüber. Und auf Feldposition. So, Tizzy, du hast hier halt als Scharfschütze echt eine schöne Position. Ja. Ja, 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 ja. Widovnir, Widovnir, Widovnir. Langsam nach vorne. Doch nicht schnell nach vorne. Solange die Gegner in die Wand glitschen, ist doch alles in Ordnung. Kritisch wird's, wenn die eigenen Soldaten auf einem Fluss schweben. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das unterschreibe ich dir so. Oh, hat mich das genervt. Oh, hat mich das genervt. Auf dem Weg. Wir müssen ja, ne? Flecken. Wir müssen. Genau. Okay. An die Front. Das passiert nur bei Rooney. Ja, hoffentlich nicht mehr. So, okay, Elfi bleibt auf jeden Fall zurück. Tizzy auf jeden Fall Feldposten. Und wir dürfen hier davor an die Tür. Los geht's. Auf
Auf dem Weg. Genauso Flecken. Ihr beide macht das. Wir dürfen hier und Flecken. Sind die besten Freunde, die es gibt. So, Feldposten. Mann. Hört ihr das? Ah, guck mal, wer da kommt. Feinde gesichtet. Guck mal. Steht noch. Ach, das wäre so schön gewesen. Selbst schuld, Eiche, wenn du deine Leute gefangen nehmen lässt. Ruhe! Das ist nicht hilfreich, Brilli. Sisyphus, schießt du hin? Verdammt! Feind lebt noch! Oh. Sorry. Die Wand ist so leer, da fehlen die Fenster. Wir wollten einfach mal ein bisschen für sie ach so. Den aushelfen unter den Leuten, die den Hafen arbeiten. Achso, verständlich, ja. Verständlich. Ja, ja. Ist ja schade, wenn man irgendwie immer nur in der Bude sitzt, ohne Fenster. Yep, yep. Okay, na dann ist alles gut. Gerade wenn es ein Hafen ist. Man passt immer auf, dass man nicht gefangen genommen wird. Was? Ah, oh, das darf ich mir mein Leben lang anhören. So. Okay. 94, komm, mach den weg. Wieder auf mir. Tschüss. Da legst die nieder. Okay, Flecken darf den zweiten machen. Bin unterwegs. Das sollte klappen, oder? 45. Schaffst du Flecken, oder? Ja, heute wie hast du einfach mal. Wie hast du über Widovni in die Tür geschossen? Wie geht das? Ja, ich wollte einfach anderen Soldaten auch mal die Chance geben. Achso. Sehr löblich. Sehr nett von dir, ja. Das ist Kameradschaft. Au. Aua. Ja, das tat weh. Das tat richtig weh. Bei der Reichweite treff sogar ich. Oh Gott. Ich würde gerne Flecken da rausziehen. Bin unterwegs. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Tizzy wird hinten bleiben und absichern. Elfi auf dem Weg. Kann ein Stück nach vorne. Ja. 69, komm, das wird was. Skadusch. Justiere Zielvorrichtung. Willst du vielleicht noch das mit Kritik und Lob aus dem Titel nehmen? Nö, das lasse ich drin. Ja, schön. Das steht ja auch im Titel drin, dass danach XCOM gespielt wird. Alles gut. Weißt du, Fleck möchte, dass ich mich nicht so einsam auf der Krankenstation fühle. Ja, das ist lieb von Fleck. Der kriegt einen Schuss ins Knie, damit er bei dir sein kann, ich weiß. Das ist schon sehr nett. Das ist schon gut. Widovni schreibt Sturm und Schuss. Wenn Widovni das sagt, ne? Also. Aber 69% ist eigentlich echt gut. Sturm und Schuss sind dran, das ist vielleicht so 100. Ja, aber wenn nicht, wenn da hinten noch was steht und ich renne wieder mit Sturm und Schuss rein. Ein Meter daneben, dass ich treffe. Da stehst du ja trotzdem in Volldeckung. Meinst du? Naja, da hinten die Wand. Hier, ne? Da. Ja, oder genau. Hier. Ah. Könnte man probieren. Einer mit tödlicher Geschwindigkeit. Er rennt mit tödlicher Geschwindigkeit übrigens. Verstanden. Los geht's. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, 100%. Jetzt alle Missionsziele erreicht. Ja, schön. Schön, liebe Knödelchen. Das hat der Jude. Und das Gute war, dass du dich dahin gestellt hast und nicht in die andere Ecke, weil wenn du in der anderen Ecke gestanden hättest, hätte der noch Gift abbekommen. Genau, genau. So. Aber sehr schön gemacht. Home sweet home. Dankeschön, dankeschön. Flecken 20 Tage verwundet. Ja! Nein, ich bin gerade eher meine Klasse. Wer? Ja. Du bist schwer mit Pretty Good Old Times. So, und
Genau, wie Dorfnir wurde auch befördert. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was haben wir denn da eigentlich? Taktikverständnis bringt plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite, maximal 20. Oder Aggression gibt eine um 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Ich überlasse das natürlich wieder Bidovnir. Bidovnir ist Italiener, ne? Nee, das ist nicht Italien. Was ist das? Irland. Das ist doch nicht Irland. Ihre. Ja, Irland ist grün, weiß, orange. Orange. Okay, okay. Oh gut, dann ist er irre. Irre. Ich kenne mich mit Flaggen nicht aus. Hab ich schon gesehen. Er ist irre. Was? Er ist irre. Agro. Wieso war mir das klar? Guinness! Okay, Agro will er. Machen wir Agro. Jut. So, Flecken. Wir gucken bei dir auch mal ganz kurz rein. Raketenwerfer. Sehr schön. Oh, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Für die folgende Ordnung natürlich verlängern. Geht's okay sein? Okay, wir dürfen Schweißfußbogen wieder verleihen. Ja, schön. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, ja, halt die Waffe. So, Kaserne, wir haben den Orden bekommen, oder? Ja, wir haben einen weiteren Schweißfußbogen bekommen. Wer kriegt denn den Schweißfußbogen? Wer kriegt denn einen Orden? Ich würde sagen, wie Dorfen hier, ne? Weil der hat in der letzten Mission halt echt gut was weggemacht. Wie Dorfen hier? Ich gratuliere dir. Herzlichen Glückwunsch. Oh, sehr nett, wir dürfen hier. Sehr nett. Was? Wir dürfen hier meinte, dass ich den bekommen sollte wegen dem Loch in der Decke. Über seinen Kopf. Nein, den hat jetzt wie Dorfen hier bekommen. Ich gratuliere dir, du hast jetzt einen Schweißfußbogen an der Brust hängen. Das ist was Tolles, glaube ich. So. Wie sind jetzt die Werte von Vidovnir? Alter, jetzt schau mal die Zielsicherheit an. Ja. 83, das ist nice. Ja, wir haben ja das Roulette drin, ne? Wir haben ja das. Ich weiß nicht, ob ihr beide es gesehen habt. Jo. Die Werte steigen ja vollkommen willkürlich. Ja. Ich hab immer Angst bei X,1, weil ich so lange nicht gespielt habe, dass ich hier immer was verpasse, was vergesse. Forschung. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, wenn Commander. Im Kopf halt die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Gibt's mehr, das man verpassen kann als in X,1. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Baue Gegenstände, Scope, Medikit. Die Nanofaser-Wespe, kannst du dich erinnern? Die Wespe, genau. Die Nanofaser-Wespe. Satelliten, wir brauchen Satelliten. Gut, aber die kosten 162. Commander, ja, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich Satelliten braucht das mehr Satelliten einsetzen zu können. Halt! Zu spät, gebaut. Okay. Dieser Koloss jetzt aus muss man schauen. Und Metall stimmt nicht bedenklich. Jetzt erstmal ein paar losballern. Was setzen wir auf... Oh, Panik in Indien. Toll, ich freue mich. Aber es hat nicht gesagt, wir sollen nach Indien gehen. Keiner hat mir geglaubt. Gib Ruhe. Geh mal auf dein Head-Kaku da oben rechts. Auf mein was? Lagezentrum. Satelliten starten. Schau mal, die kannst du jetzt aber glaub, nicht mehr nach Indien schicken. Nee, die Satelliten sind ja noch nicht fertig. Ach so, da war doch was, Tizzy, hier. Instant Buy. Die brauchen noch ein bisschen, die Satelliten. Aber was ich nachgucken wollte, ich muss mich da echt wieder dran gewöhnen. Technikabteilung. Einrichtung bauen. Genau, wir haben jetzt den Aufzug hier, weil hier wird nämlich nichts gemacht momentan. Na dann, auf. Hier wollte ich noch ein Satellitenkontrollzentrum bauen, dass ich hier einfach die Verbindung kriege. Verbindungsbau, ja. Und hier werde ich Kraftwerke machen. Aber was kann ich? Ich kann hier mal freiräumen noch, ne? Oder räume ich gleich hier frei? Ja, wenn dann ich hätte es auf dem Dampf freigehoben. Weil dann kannst du da Energie schön reinbauen. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier die zwei auch noch? Einen kann ich machen. Nee, ich kann beide machen. Dann sind wir zwar pleite, aber hey. Nee, ich warte mal noch.
Ich warte mal noch, bevor uns dann das Geld fehlt. So, wir scannen. Weil du nie auf mich hörst. Grabung abgeschlossen. So. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Nein. Russland. Ja, Russland haben wir halt 3 Punkte, kriegen 4 Wissenschaftler und es ist eine sehr schwere Mission, ne? Aber wir müssen fast nach Russland. Ja, weil ansonsten Russland nämlich auch wieder in Panik ist. Das Problem ist, es ist eine sehr, sehr schwere Mission. Ich wollte nur mal ganz ab kurz... Ab an die Ostfront! Was? So, Kaserne. Soldaten anzeigen. Nein, das wollte ich gar nicht. Offiziersschule. Kann ich... Nein, ich kann nichts machen. Na gut, wir haben sowieso noch keinen Sergeant, ne? Okay, das könnte lustig werden. Rein in die Olga! Was? Wie dürfen wir was? Okay, wen nehmen wir mit? Wir nehmen Yoshi mit. Der ist für sehr schwere Einsätze prädestiniert. Wir nehmen Tizzy mit. Wir nehmen Widovni hier mit. Und wir nehmen To Slayer oder Rooney? Ich würde fast Rooney mit. To Slayer mitnehmen. Nee, To Slayer, weil du hast sonst 3 Stürmer mit. Ja, ja. Du brauchst halt ordentlich Bumm. Soll ich ein Medikit mitnehmen? Auf jeden Fall. Aber viel Granaten sind halt auch nicht schlecht. Ja, aber ich sag mal, ja, musst du wissen. Ich glaube, Medikits sind jetzt aber anfangs noch wichtiger. Okay, dann Widovni, du nimmst. Ja, stimmt schon. Widovni, du nimmst mal ein Medikit mit. Vor allem auf Dächer. Yoshi schreibt toll. Was? Du bist für sehr schwere Missionen prädestiniert. We'll be right back.